Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir spielen Alan Wake, sind kurz vorm Ende, würde ich jetzt mal sagen. Also kurz, ein bisschen wahrscheinlich noch, aber ein bisschen... Also viel dürfte nicht mehr sein, sagen wir es mal so. Okay, gucken, weil ich da jetzt rüber gefahren bin. Eine Leuchtfackel. Das hat sich gelohnt. Hätte ich mir jetzt eigentlich denken können, aber ich habe gedacht, man versucht es einfach mal. Wow. Lauf! Das ist auch, ey. Also zwei Sachen, die ich nicht an diesem Spiel mag. Die Poltergeister. Und dass der nicht rennen will. Das sind die zwei Sachen, die mir am meisten auf den Sack gehen. Thank you.
Oh. Schön. Und das automatische Waffen wechseln, das geht mir auch auf den Sack. Aber das ist ein kleineres Problem. Ja, Schnauze. Achso, das Auto ist auch kaputt. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Ich höre die ganze Zeit nur, ich muss. Ich muss mal sterben irgendwann, ja. Das sieht schon wieder hier aus, wie als ob man hier kämpfen müsste.
ich werde sie dir niemals geben. Ach, wenn der doch nur so ein bisschen schneller wäre, beziehungsweise ein bisschen länger Ausdauer hätte und nicht nur, weiß ich nicht, eine Lungenkapazität von 0,5 Litern. Nicht mal. Das wäre wundervoll. Ich finde das witzig, dass die hier halt alle stehen bleiben, ne? Also man ist im Grunde unverwundbar bei dem Ding hier. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Aber ich sehe da auch eine Ansammlung von Scheiße.
war ein bisschen dumm, aber nun gut. Ich, das sah so aus, als ob es mir folgt. Deswegen wollte ich dann doch jetzt drunter runterlaufen. Aber scheinbar hat es mir doch nicht gefolgt. Hat es mir doch nicht gefolgt, was? Hä? Deutsch wäre Sprache. Bleib jetzt einfach hier. Oh Mist. Wenn der nur ein bisschen länger laufen könnte, also wirklich. Kehren Sie um!
jetzt immer noch nicht weg. Meine Fresse. Okay. Gehorchen Sie! Es ist zum Kotzen, diese scheiß Objekte, die hier auf einen rauffliegen und wo man nicht wirklich ausweichen kann. Ich glaube, jedes fucking Objekt hat mich in diesem Spiel bisher erwischt. Das ist unglaublich. Sollte vielleicht auch mal ein bisschen gezielter treffen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Das ist aber leichter gesagt, als man... einmal. Sie versagen. Es ist in Ihrem Kopf. Sie bilden sich das ein. Was, wo, wann und warum? Alter. Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartman anrufen?
Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcher ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Tom. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch. Schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Wo sind wir denn jetzt hier, Lars? Telefonmast! Wir schreiben die Geschichte. Ich verlass dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alice? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an! Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an! Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Du bist nicht Barbara! Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin! Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich Tom, in die Tiefe zurück, nein, aus der du kommst. Ah! Okay. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Deswegen hat sie auch kein Herz. Jetzt bringen sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als sie. Älter als ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt.
Ich konnte Alice Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Alice? Ah! Alice? Oh nein! Es ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Das war Alan Wake. Ich bin gespannt, wie Alan Wake 2 da ansetzt, 10 Jahre später. 13 Jahre. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Yeah.
Alan Wake, ein abgefahrenes Ding. Ich muss mal gucken, wie wir da an die Spezialepisoden rankommen, muss ich zugeben, aber das werdet ihr dann sehen. Und ich bin am Überlegen, ob wir tatsächlich American Nightmares machen. Bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt Kanon ist. Oder ob das einfach nur so ein... Ja. So ein Spin-off war. Muss ich nochmal nachgucken. Da war auf jeden Fall die Sache mit den zwei Alan Wakes sozusagen. Ja. Ich muss mal gucken, wegen den Episoden. Aber hören wir erstmal weiter die Credits. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war auf jeden Fall ein Trip, würde ich mal sagen. Aber der Trip ist noch lange nicht vorbei. Ich muss zugeben, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich Alan Wake dann doch sehr lange nicht mehr gespielt habe. Das Ende ist halt sehr... Also nicht sagen. Es löst es ein bisschen auf, aber es ist halt so ein typischer Cliffhanger, der einen halt so ein bisschen mit leeren Händen da lässt. Und das hat mich damals, glaube ich, auch schon ein bisschen angekotzt, ist das Fall. Aber so ein bisschen so, okay, man will ja jetzt mehr wissen und keine Ahnung, ne? Gut, jetzt haben wir Alan Wake 2, was für ein Glück. Aber ja, das ist natürlich... so eine Endnote, womit man erstmal nicht zufrieden ist. Also ich zumindest nicht. Dennoch
bin ich immer noch der Meinung, es ist jetzt nicht das allerbeste Spiel der Welten. Vor allem die Steuerung. Aber da habe ich ja bereits in der ersten Episode direkt gesagt, die Steuerung, die wird das Problem sein dieses Spiels. Und die Poltergeister. Oder mit Poltergeist, weiß ich. Aber wie dem auch sei, es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel, weil es wirklich gut mit den Schatten- und Lichteffekten umgeht. Zumindest für damalige Verhältnisse. Man muss das ja immer in Relation sehen. Und trotzdem eine Geschichte erzählt, womit man ja zumindest investiert ist. Und ja, also vor allem die Szene mit dem Konzert sozusagen, mit der Bühne, ist halt einfach genial. Und auch insgesamt, also es ist schon, wie gesagt, man muss sich erstmal ein bisschen reinarbeiten, dann funktioniert es ganz gut. Und dann einem lässt es nochmal ein bisschen nach. Sagen wir es mal so. Trotzdem würde ich sagen, dass man es durchaus mal gespielt haben kann. Wie gesagt, mal gucken, wie Alan Wake 2 wird. Ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, wie wir in diese Spezialmission reinkommen. In die drei Sondermissionen waren das, glaube ich. Und werde mich nochmal informieren, ob American Nightmare Kanon ist oder nicht. Wobei ich ehrlich gesagt bei American Nightmare, muss ich zugeben, habe ich nicht so den großen Bock da, das Spiel durchzuspielen, weil ich weiß, das war scheiße. Also scheiße, aber hatte mir nicht so gefallen, auch wenn die Prämisse ganz witzig war. Ja, schauen wir mal. Ihr werdet es allerspätestens dann sehen, wenn eine neue Folge kommt. Wie gesagt, ansonsten hoffe ich ganz, ganz sehr, ihr hattet Spaß, habt euch ein bisschen gegruselt, wahrscheinlich eher nicht, weil es mehr actionlastig gewesen ist, das ganze Spiel. Damals hatte man noch nicht so die, also, weiß nicht, kam da gerade Amnesia raus? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt kam gerade so Amnesia raus. Da fing es gerade so an mit Survival Horror etc. pp. Was ja jetzt Alan Wake 2 mehr in die Richtung zumindest gehen soll. Bisschen weniger Kampf hätte dem Spiel, glaube ich, ganz gut getan. Es war einfach zu viel Kampf. Aber nun gut. Das ist halt ein Spiel von 2010. Da war es halt noch ein bisschen anders, die Logik. Da haben die Leute auch kein Battle Royale gespielt. Die Zeit ändert sich. Muss man ja nicht heute spielen, aber ja, es gibt halt Sachen, die muss man nicht in einen Käfig sozusagen bringen. Wie dem auch sei, genug geschwafelt. Spielt es selber, ist nicht mehr so teuer. Remake ist ja auch raus, aber auch das Original kann man immer noch spielen. Und ansonsten, bis dahin, arrivederci und tschüss mit Ö. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.